In der letzten Folge habe ich eine These aufgestellt, die besagte, dass Rot ein Arschloch sei. Ja, und was soll ich sagen, es stimmt einfach. Ich habe letzte Woche angefangen, eine Infinity-Figur, und zwar den Piloten des Iguana von den Nomads, den habe ich angefangen anzumalen, und zwar die roten Schichten von dem. Und wir sind leider nicht ganz fertig geworden. Und deswegen hatte ich euch gefragt, dass ihr mir sagen sollt, wie ich denn den nächsten Schritt angehen würde, um das Rot noch zu erweitern. Ich wusste ja schon, was ich mache, aber ich fand es einfach interessant zu wissen, was ihr so denkt. Und ihr sagtet, ja, mit Orange mache ich das oder irgendwie mit einer Lasur. Ja, und ihr lagt zum Großteil falsch. Schaut euch jetzt einfach mal an, was ich mit der Figur gemacht habe. Und dann kann man auch mal sehen, was man sonst so noch mit Rot alles machen kann. Letzte Woche haben wir beim Piloten des Iguana das Rot bemalt. Ihr erinnert euch, wir haben das Ganze nochmal rot angepinselt, ganz am Anfang als Grundfarbe, und haben dann mit Lasuren angefangen, die Farbe abzudunkeln. Und ich sagte schon, ganz final ist das nicht, denn ich werde am Rot noch etwas machen. Und ihr seht jetzt, was ich da mache. Und was ihr seht? Ja, weiß. Ich habe nämlich mir eine weiße Lasur gemacht und werde mit der weißen Lasur anfangen, einige dieser Metallplatten zu lasieren, beziehungsweise ja, mit Weiß aufzuhellen, partiell. Ich habe mich da so ein bisschen orientiert an dem Packshot, der natürlich mit der Airbrush gemacht wurde, aber da ich keine habe, habe ich versucht irgendwie mal, oder will ich mal versuchen, ob ich diesen Effekt nicht ähnlich hinbekomme. Und dafür muss meine Lasur, wie ihr seht, ganz, ganz dünn sein tatsächlich, um das auch hinzubekommen. Das heißt, ich werde jetzt nicht einfach die Lasur so auftragen, sondern ich werde einmal was auf meinen Pinsel stippen. Dann mein Malwasser, was ihr hier seht, das ist ein bisschen schaumig. Das liegt daran, dass ich da ein bisschen Spüli reingemacht habe, um die Oberflächenspannung der Farbe ein bisschen aufzubrechen. Das mache ich eigentlich selten, aber wenn ich so fein arbeiten möchte wie jetzt, ist das eigentlich gut angebracht. Das heißt, ich stippe einmal meinen Pinsel hier rein, zack. Dann seht ihr, da ist so ein Farbtropfen wirklich drauf. Der wäre zu dick, um den wirklich so aufzutragen. Deswegen nehme ich mein Tuch. Man sollte immer ein Maltuch dabei haben. Tippe den einmal seitlich so rauf. Dann zieht das ein bisschen Wasser oder Flüssigkeit einfach das Tuch weg. Und dann fange ich an, auf den Stellen, wo ich denke, wo die Oberfläche ein bisschen glänzen könnte, trage ich das da auf. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel dieses Element hier nehmen, weil wir letzte Woche auch dran angefangen haben zu malen, wir sehen, oben ist es dunkel, das heißt, das Licht kommt simuliert von oben halt runter, dunkelt das ab, weil das dann hohl ist, und würde dann hier unten wieder heller werden. Das heißt, ich könnte hier anfangen, ein bisschen Weiß rauf zu malen. Das ist halt eine Lasur, die habe ich, ist jetzt wirklich sehr, sehr dünn, das heißt, ich muss wahrscheinlich ein-, zweimal rübergehen. So, so dick soll es nämlich noch gar nicht sein. So, also das ist tatsächlich, so macht das wirklich sehr viel Spaß, so zu arbeiten. Weil das Ergebnis dann natürlich, auch wenn es ein bisschen länger dauert, das Ergebnis ist, ich mag es, ich finde es schön. Aber wenn das dann zu doll ist wie hier, das möchte ich nicht haben, dann nimmt ihr das mal ein bisschen weg. Das heißt, Farbe auftragen und ein bisschen hin und her schieben. Weil es eine Lasur ist, ist das natürlich dann auch nicht allzu stark, beziehungsweise die Übergänge sind dann weicher, als wenn wir das Weiß direkt auftragen würden. Ja, und dann könnte man zum Beispiel hier oben dann noch was machen. Also da, wo es sowieso hell ist und dann irgendwie an irgendwelchen Kanten rankommt. So, und das ist dann zum Beispiel auch eine Möglichkeit, um Weiß ein bisschen glossy zu machen, ohne dass es ins Pinke oder ins Orange reingeht. Kann ich verstehen, wenn viele Leute sagen, das ist zu aufwendig. Ist es auch, es ist zeitaufwendig, aber bei Charaktermodellen und einzelnen Figuren kann man das eigentlich ganz gut machen, wie ich finde. So, und das finden, da Rot für mich eh eine schwierige Farbe ist, bremst das ein bisschen diesen Schwierigkeitsfaktor aus und macht das dadurch ein bisschen leichter, wenn man weiß, dass man, okay, man kann das auch wirklich mit Weiß akzentuieren, mit einem dünnen Weiß, dann ist Rot dann auch irgendwie netter, ist weniger arschlöchrig. Wie ich letzte Woche sagte, Rot ist ein Arschloch, das verliert dadurch ein bisschen an Arschlöchrigkeit. So, und das gehen wir jetzt, tatsächlich soll mir das jetzt schon reichen, stärker soll das gar nicht gemacht werden. Und ich sehe gerade, dass also für mein Auge ist es butterweich und wieder... Oh, die Kameras sind viel besser als meine Augen. Ich werde mir trotzdem keine Brille holen. So, und das müssen wir natürlich überall auf der ganzen Figur machen. Das zeige ich euch jetzt nicht. Ihr müsst einfach überlegen, okay, wo sind die hellen Stellen, wo würde halt das Licht draufkommen. Das heißt, bei dem Ding habe ich ja gerade erzählt. Von hier zum Beispiel wäre das Licht, würde von oben kommen und würde, ja, weil das halt eine glatte Fläche ist und es soll ein bisschen glänzen, würde das in so einem Halbkreis hier so leuchten. Das kann ich aber kurz zeigen, wie ich das machen würde. Da müssen wir aber mit ein bisschen flächig arbeiten, müssen wir da wirklich mehrmals rüber malen. Wie gesagt, jetzt am besten von Element zu Element arbeiten. Das heißt, eine, nicht irgendwie alles auf einmal pinseln, sondern wirklich ein Element anmalen. Die Farbe ist recht nass auf der Nasspalette drauf. Das heißt, ihr braucht auch keine Angst haben, dass die schnell eintrocknet.
Und so habt ihr die Möglichkeit, das immer wieder ein bisschen auszubessern, das schön zu machen. Das ist dann das Ergebnis. Dann haben wir die Figur überall so mit einem leichten Weiß bemalt, damit das ein bisschen glänzt, ein bisschen glossy wirkt. Und auch hier wieder sieht das in der Kamera total beschissen aus. Also holla die Waldfee, das sieht aus, als ob ich das mit Kreide gemalt habe. Im Auge, ja, so ein bisschen, ja, also vielleicht habe ich tatsächlich das falsche Weiß benutzt. Ich habe ein Duncan-Weiß benutzt, vielleicht hätte ich da eins nehmen sollen, das ein bisschen mehr glänzt. Das sehe vielleicht besser aus. Gut, war aktuell leider das einzige Weiß, was ich gerade hier habe. Muss ich jetzt mit leben, oh, und ihr dementsprechend auch. So, was wir aber jetzt noch machen wollen, wir sind noch nicht ganz fertig, wir brauchen noch einen kleinen letzten Schliff. Und zwar wollen wir jetzt noch das Weiß, das ist jetzt, damit das Weiß ein bisschen besser reinpasst, wollen wir jetzt noch Kantenakzente ziehen. Das hatte ich euch auch schon mal gezeigt, wie man Kantenakzente macht, gerade bei Rüstung. Und zwar möchte ich das nur machen bei den wirklich starken Kanten und auch nur dort, wo das Weiß, wo ich das Weiß als Lasur schon ganz weich aufgetragen habe, damit wir dann noch einen wirklich stärkeren Glanz bekommen. Das heißt, ich nehme ein klein wenig Weiß auf den Pinsel, da muss man wirklich vorsichtig sein. So, und malen dann zum Beispiel hier diese Kante an. Machen wir das mal seitlich, es müsste besser gehen. So, einmal so und einmal von der anderen Seite, wie ich das schon mal gesagt habe, bei solchen starken Akzenten am besten immer nur dort, wo sich zwei Elemente treffen, wie zum Beispiel auf dieser Kante hier, dann wirkt das schon besser. Das Ganze ist ja weiß gemalt und wenn ich jetzt die Überspitzung, also diesen starken Kantenakzent mit dem starken Weiß raufmale, kommt er am besten, wenn ich ihn wirklich dort raufmale, wo sich zwei helle Elemente treffen. Und das wäre dann hier auf der Ecke. Man kann das natürlich überall rummachen, aber das hat in meinen Augen die beste Wirkung und wirkt dann auch wirklich am glänzendsten. Und ja, ich will nicht von Realismus sprechen, aber es wirkt zumindest glaubwürdiger. Oder zumindest für unsere Ästhetik passender. Allerdings würde ich tatsächlich diese Kantenakzente wirklich auch nur auf starke Kanten setzen. Also jetzt nicht unbedingt auf Rundflächen. Dafür haben wir ja die weiche Blende gerade gemacht, sondern wirklich nur dort, wo sich Elemente treffen oder wo wirklich harte Kanten sind. Weil sonst kann es durchaus passieren, dass der Kontrast einfach zu hoch ist, weil direktes, pures Weiß auf Rot sieht dann ja auch wieder nicht aus. Und deswegen machen wir das so, würde der Hamburger sagen. Das wäre dann das Ergebnis von dem Weiß, was ich jetzt draufgemalt habe. Und dementsprechend würde ich sagen, ist mein Rot fertig. Also das ist natürlich eine Möglichkeit, Rot zu malen. Es gibt natürlich ganz viele andere, nur ich wollte halt einfach mal ein Rot malen, wie ich schon sagte, das ein bisschen mehr glänzend ist und nicht in Orange oder in Rosa endet, was man ja normalerweise bei Rot machen kann, beziehungsweise Rot macht, wenn man es gerade ein bisschen heller malt. Es ist natürlich auch eine schwere Maltechnik, muss ich gestehen, und auch mir ist das hier und dort nicht ganz gelungen. Also natürlich muss ich hier noch ein bisschen ausbessern. Das ist ganz klar, wenn man malt, muss man immer noch ein bisschen ausbessern. Dafür habe ich jetzt gerade so die Zeit leider nicht, um das zu machen, um euch das zu sagen, aber ihr wisst ja mittlerweile, wie ihr Farben benutzt, wenn ihr die anderen Folgen von Dice geschaut habt und könnt dementsprechend auch ausbessern wieder. Aber ihr seht wunderbar, wie hier der Farbverlauf zum Beispiel von oben nach unten hell ins Dunkel geht und wir hier noch eine schöne Spitze oben drauf haben. Das funktioniert wunderbar. Dadurch haben wir auch einen sehr schönen Kontrast zwischen den einzelnen Elementen. Und es hat zumindest doch einen gewissen Glossy-Wert oder sieht ein bisschen glossy aus, die Figur. Als Spielfigur taugt das auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, wie ich schon erwähnte, tatsächlich, dass das Rot jetzt nicht unbedingt das beste Rot war, was ich, nicht das Rot, sondern das Weiß, dass das Weiß nicht unbedingt das beste Weiß war, was ich benutzen könnte. Ich hätte wohl ein weniger mattes Weiß nutzen sollen, weil das matte Weiß trocknet halt ein bisschen kreidig aus. Werde ich auf jeden Fall das nächste Mal, wenn ich sowas mache, werde ich das dann auch wissen. Ja, wie gesagt, war leider das einzige Weiß, was ich da hatte. So, und was man jetzt natürlich noch machen müsste, wären natürlich noch die anderen Elemente anmalen. Das heißt, das Weiß, das Grau und diese blauen Elemente und diese blau-grauen Elemente, die ich dazwischen gemalt habe. Dafür ist jetzt leider nicht die Zeit, ich kann das machen. Ist natürlich die Frage, wollt ihr, dass ich das mache, dass ich weitere Folgen bringe und diese Figur zu Ende bringe? Das würde auch nicht in der nächsten Dice-Folge passieren, weil die nächste Dice-Folge kommt erst am 27. August, sondern würde ich tatsächlich so auf dem Channel online stellen. Da sagt man mir Bescheid, ob das in eurem Sinn ist oder ob wir einfach wirklich mit dem nächsten anfangen wollen. Und wie malt ihr selber Rot? Das würde mich natürlich auch interessieren. Postet mir gerne bei Facebook oder schickt mir bei Facebook Bilder von euren Miniaturen, die ihr ebenso in Rot bemalt habt. Und vielleicht lerne ich von euch ja auf jeden Fall noch was ich definitiv glaube.